Du bist aktuell am Überlegen, ob du eine Klausur nachschreiben sollst oder bist auch mit dieser Situation hier schon konfrontiert. Da kommen jetzt 5 Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Klausuren nachholen ist ja mal so ein ganz spezifisches Thema. Ja? Da muss man sich eigentlich nie Gedanken drüber machen. Boom. Bis es dann auf einmal soweit ist. Deswegen ist es gut, dass du dieses Video jetzt vielleicht auch schon präventiv im Voraus anschaust. Denn vielleicht ist es bei dir entweder noch gar nicht so, aber ich verspreche dir, es wird kommen. Oder ist es bei dir eben jetzt schon so, dass du denkst, okay, soll ich jetzt daheim bleiben? Soll ich so hingehen? Ich fühle mich nicht ganz so gut. Oh, wie entscheide ich denn jetzt, ob ich hingehen sollte oder nicht? Oder, shit, Mann, ich muss eine Klausur nachschreiben. Es ist das allererste Mal, dass ich persönlich eine Klausur nachschreiben muss. Muss ich darauf irgendwas achten? Muss ich irgendwas Neues machen? Und genau dazu gibt es eben die besten 5 Dinge, die du dazu beachten solltest. Der allererste Punkt ist, alles bleibt gleich. Ich persönlich hatte selbst 2-mal die Ehre, eine Klausur nachzuschreiben. Einmal, glaube ich, in der 9. Klasse und einmal dann auch wirklich in der 11., glaube ich, Informatik. Es war spannend. Ich muss wirklich sagen, es bleibt eigentlich alles gleich. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von Lehrer, ein bisschen auch abhängig von der jeweiligen Situation, wie viele Räume frei sind und so weiter. Aber im Prinzip ist es trotzdem einfach, der Lehrer ist mit euch, vielleicht auch ein anderer Lehrer. Du bist alleine oder vielleicht mit anderen Mitschülern, aber es ist eine ganz normale Klausur. Du hast deinen Stift, du sitzt auf deinem Platz und du bist du und du schreibst einfach diese Klausur, okay? Ich meine, bei mir war es zum Beispiel in der 11., als ich dann die Informatikklausur nachschreiben musste, da war es sogar so, dass keine Räume frei waren und dann musste ich mit meinem Lehrer richtig in so ein richtig, eigentlich in so eine Abstellkammer. Ich weiß nicht genau, was das war, aber es war eigentlich so eine Abstellkammer, wo halt so ein paar Computer drinstehen und ein paar Geografie-Atlanten. Das war's. Ja, und dann musste ich da mit meinem Lehrer mich da so richtig gefühlt reinquetschen. Aber ganz ehrlich, war trotzdem das Gleiche. Ja, natürlich kannst du dann in der Situation sagen, oh Scheiße, ist ganz anders, jetzt sitze ich da auf diesen 2 Quadratmeter mit meinem schwitzenden Lehrer, so nach dem Motto. Kannst du machen, ja, kannst du machen. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, hey, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe immer noch meinen Stift, ich habe immer noch mein Wissen, ich habe immer noch die Klausur und die bearbeite ich jetzt auch. Und für mich hat es zum Beispiel fast gar keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, die Klausur lief sogar extrem gut mit irgendwie 13 Punkten oder was weiß ich. Und deswegen, glaubt an euch, Mann. Glaubt an euch. Und deswegen macht ihr euch nicht zu große Sorgen, wie das denn jetzt auf einmal neu wird. Bezüglich der Frage, hingehen oder daheim bleiben, würde ich euch zweitens empfehlen, und zwar Konzentration abwägen. Wenn es jetzt in deinem Fall so ist, dass du dir so überlegst, oh shit, soll ich jetzt da hingehen? Ich fühle mich nicht ganz gut, oh, aber wenn ich das alles wieder nachlernen muss, ja, ist schon kacke. Macht es euch ganz einfach, okay? Wenn es wirklich nur Mini-Beschwerden sind, im Sinne von, du hast ein bisschen Bauchweh, du fühlst dich nicht ganz wohl, du hast ein bisschen Husten, etwas Halsschmerzen, geh hin, okay? Diese kleinen Mini-Beschwerden werden dich gerade dann, wenn es eine wichtige Klausur ist und du da einfach 1 Stunde, 2 Stunden nicht richtig krass fokussieren sollst, dann wird dein Körper auch da sein. Ja, zum Beispiel bei mir, die meisten von euch wissen es, ich habe 10 Jahre lang Triathlon gemacht, 4 Jahre davon auf absoluter Leistungsebene und da hat mein Dad halt immer gesagt, so, weil ich war jemand, der ist dann oft gern mal, hatte ich irgendwie dann am Morgen des Wettkampfs nicht so gut gefühlt oder am Abend schon, oh, ich habe das Gefühl, irgendwie ist doch nicht so. Mein Dad gesagt, ganz ehrlich, in der Stunde, wo du diesen Wettkampf hast, wo du da all out gehst, da ist dein Körper ready. Und genauso ist es in eurem Fall auch mit dem Kopf. Das heißt, wenn du dir sagst, ey, ich muss da sein, dann wirst du auch da sein, wenn du eben sonst nur Mini-Beschwerden hast. Du wirst diese Bauchschmerzen gar nicht mehr richtig merken. Du wirst die Halsschmerzen gar nicht richtig merken, wenn du wirklich konzentriert, fokussiert auf die Prüfung bist. Wenn es aber sonst schon schlimmer ist und wirklich deine Konzentration erheblich beeinträchtigt ist, also es wirklich, wirklich von Bauchschmerzen geplagt bist, du so starke Kopfschmerzen hast, dass du gar nicht mehr richtig denken kannst, dann bleib auch bitte unbedingt daheim. Das Gleiche gilt auch für Fieber und solche Dinge. Bitte bleib daheim. Das hat den ganz einfachen Grund, dass die Nachschreibklausur, dazu komme ich gleich, die wird nicht so viel schlimmer als die normale Klausur, als dass es irgendwie begründet wäre, lieber unter dieser schlechteren Kondition in die jeweilige Prüfungssituation zu gehen. Es macht einfach keinen Sinn, glaubt es mir. Deswegen auch drittens, es wird anders, nicht schwerer. Es herrscht ganz, ganz oft dieser richtig krasse Irrglaube im Sinne von, oh, Nachholklausuren sind viel schwerer. Warum zum Teufel sollte eine Nachholklausur schwerer sein? Es gibt genau einen einzigen Grund, warum eine Nachholklausur schwerer sein sollte. Und das ist, dein Lehrer ist angepisst auf dich, dass du nicht zum Unterricht oder zur jeweiligen Klausur erschienen bist und er jetzt neu machen muss. Das kann grundsätzlich schon mal zutreffen und ist definitiv auch gang und gäbe, dass der Lehrer dir ein bisschen mehr einen reindrückt.
Mag sein, ist aber, denke ich, auch eher so eine Überlegung, die Schüler haben. Trotzdem kann es natürlich sein. Deswegen ist es aber eben extrem wichtig, dass du eine sehr gute Connection zu deinem Lehrer hast. Und das möchte ich euch ja auch immer wieder vermitteln. Seht eure Lehrer als Freunde, als Helfer, versteht euch gut mit ihnen. Wie du zum Beispiel einen guten ersten Eindruck beim Lehrer machst, habe ich hier rechts oben extra ein Video dazu gemacht. Unbedingt abchecken. Denn wenn du eine gute Connection zum Lehrer hast und der von dir weiß, okay, du bist ein gewissenhafter Schüler, du machst gut mit, du willst gute Noten, du bist an den meisten Tagen da und so weiter, dann ist es doch auch vollkommen klar, dass wenn du dann mal einmal ja, in der Klausur nicht da bist, dass er nicht davon ausgeht, dass du das mutwillig gemacht hast, sondern er geht natürlich davon aus, dass du selbst einfach gerne gekommen wärst, was heißt gerne, aber halt, dass du gekommen wärst natürlich, aber dass du wirklich ernsthaft verhindert warst. Und dementsprechend wird er dir da auch nicht irgendwelche Schuld zuschieben oder irgendwie nachtragend sein und dann die Klausur wesentlich schlechter machen oder schwieriger machen. Denn im Prinzip ist es ja für den Lehrer nur so, er hat die Klausur vorbereitet, okay, jetzt kann er die dir natürlich nicht mehr geben, er muss dir halt eine andere geben. Die andere Aufgabe kann natürlich leichter, genauso schwer oder schwerer werden. Das ist aber mehr so ein Zufallsding, als dass es konsequent immer schwerer wird. Kann auch leichter sein, ja, weil je nachdem, was der Lehrer halt gerade sich für eine passende Aufgabe noch ausdenken kann, die dann dir vielleicht mehr passt oder eben weniger. Aber streich aus dem Kopf, dass es zwangsläufig schwerer wird, wenn du eigentlich eine gute Connection mit dem Lehrer hast. Viertens, als Joker nutzen. Ganz ehrlich, genauso wie beim Abschreiben, ich bin nicht der Meinung, dass man sich darauf fokussieren sollte, ja, wenn du versuchst, irgendwie durch die Oberstufe zu kommen, indem du die ganze Zeit irgendwie abschreibst oder auch indem du die ganze Zeit versuchst, Klausuren auszulassen, das wird nicht funktionieren. Aber solange du vielleicht selbst gewissenhaft die Dinge machst, aber dann wirklich mal merkst, okay, ich komme jetzt gerade in der Situation nicht anders aus, ist es meiner Meinung nach auch total gerechtfertigt, einfach mal zu sagen, okay, ich joker quasi diese Klausur, indem ich nicht hingehe. Ja, gerade wenn du zum Beispiel merkst, okay, in der Klausurenphase wird mega, 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 mega stressig, dann ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, dass du einfach sagst, okay, ich habe gerade einfach, für mich ist es einfach super stressig, ich lasse diese eine Klausur aus. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass du ernsthaft krank warst, aber meiner Meinung nach ist ernsthafter Stress auch ein super Grund, nicht zur Schule zu gehen und dir eben mal eine Auszeit zu nehmen. Und deswegen, gerade wenn es in der Klausurenphase richtig zack auf zack geht, dann meinen Augen total legitim und solltest du auf jeden Fall auch nutzen. Fünftens, unbedingt anderen Bescheid geben. Und mit den anderen sind deine Mitschüler gemeint, die eben diese Klausur schreiben, die du eben vielleicht auslässt. Denn gerade wenn du so einen richtig guten, besten Kumpel hast, der wirklich dich bei allem unterstützt, der dir da hilft, das kann ein ganz großer Vorteil sein, weil natürlich wird die Nachholklausur nicht die gleiche sein wie die erstgeschriebene Klausur, aber sie wird natürlich sehr ähnlich sein. Es werden ähnliche Dinge abgefragt werden, es werden ähnliche Aufgaben drankommen. Und wenn du dann jemanden hast, der wirklich auch in der Klausur vielleicht schon einen Ticken früher fertig ist, sich die Aufgaben für dich nochmal durchliest, um dir die danach möglichst gut wiedergeben zu können, dann ist das natürlich ein riesiger Vorteil für dich und kann dann mindestens den vielleicht vermuteten Nachteil, dass die Nachholklausur schwieriger wird, auf jeden Fall auch ausgleichen. Das heißt, such dir jemanden, sag dem, ey, ich bin krank, ich kann nicht kommen und so weiter. Aber wäre natürlich mega geil, wenn du mir im Nachhinein sagen könntest, was in der Klausur alles drankommst und da eben auch während du schreibst oder vielleicht auch, wenn du danach noch 2, 3, 4, 5 Minuten am Ende der Klausur Zeit hast, darauf auch ein bisschen die Aufmerksamkeit richten könntest und mir hinterher ganz gut Bescheid geben könntest, was eben abgefragt wird, damit du selbst dann eben auch in der Vorbereitung für die Klausur dann auch wesentlich besser parat weißt und Bescheid weißt, ist wahrscheinlich grammatikalisch und sprachlich korrekt. Sagen wir es lieber so. Und in diesem Sinne, wenn dir das Video geholfen hat, dann gib gerne einen Daumen hoch und teile es auch gerne mit Klassenkameraden oder anderen, wo du es gehört hast, ey, die müssen bald eine Klausur nachschreiben. Das kann natürlich super viel helfen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.